Gut, wollen wir mal schauen, ob es dann bei dir gleich besser ist, Creeper. Eigentlich solltest du mich, glaube ich, jetzt auch wieder sehen können. Müssen wir mal gucken. Warte mal, mit denen kann man ja auch Ich noch glaube, ich muss schnacken. erst einmal meine Gedanken ordnen, bevor ich mit Ihnen spreche. Okay, dann ordne mal deine Gedanken. Wir gehen mal hier hinten gucken. Gut, die lassen mich nicht durch. Ich glaube, ich weiß auch, wo hier gerade das Problem ist. Irgendwie haben wir auch eine hundertprozentige CPU-Auslastung. Wie kommt das denn wieder hier zustande? Jetzt mal kurz hier. Also das Spiel, das frisst gerade schon ganz schön CPU. Aus irgendwelchen unerklärten Gründen. Aber ich glaube, da habe ich auch was zu gelesen. Müssen wir mal schauen. Das wäre nämlich wahrscheinlich eines der Gründe, warum das vielleicht gerade nicht so flüssig läuft, wie es laufen sollte. Dass es hier gerade echt überlastet ist im System. So, da kommen wir auch nicht durch. Wo geht's denn hier hin? Betrete deine Kammer. Aldo Kai, was gibt es? Ich bin gekommen, um dir die hier zurückzugeben. Ich konnte sie entziffern, größtenteils. Du hast die Maga dabei beobachtet, wie sie sich auf eurer Flucht immer wieder Zeit genommen hat, die Bücher zu studieren. Es sind Aufzeichnungen aus dem jenseitigen Land. Sie berichten von dämonischen Wesen aus dem Ödenland, die von Menschen. So, Creeper, das sollte, glaube ich, jetzt laufen. Und ihnen große Macht verleihen. Zum Beispiel Unsterblichkeit? Die Maga nickt ernst. Es wird von einer Axt berichtet, geschmiedet von den Untergründigen, Feuerklinge genannt. Sie soll die Macht haben, durch Fleisch und Knochen des Lebenden zu schneiden und das Dämonische in seinem Innersten gänzlich zu vernichten. Okay, glaub ihr, so ein Dämon hat Besitz von Nudeln ergriffen? Wisst ihr etwas über die jenseitige... über das jenseitige Land und diese untergründigen. So, Creeper, ich denke mal, das sollte jetzt laufen, weil jetzt ist meine CPU-Auslastung wieder im grünen Bereich, so bei 40%. Der Thronsaal des Königs, da scheint wohl ein bisschen buggy zu sein, weil, wenn ich da draußen bin, habe ich eine CPU-Last von 100%, dann kann das durchaus sehr gut sein, dass der Stream dann irgendwie am Stocken ist. Das ruckelt, weil jetzt, wie gesagt, habe ich eine grüne, also alles im grünen Bereich, ja, 50% CPU-Auslastung ist super, aber wenn ich gleich wieder rausgehe, dann klettert die bestimmt wieder auf 100% hoch, dann kann das sein, dass es gleich wieder ein bisschen am Ruckeln ist, aber ich denke einfach mal, dass das Spiel in der Hinsicht dort wohl, da drinnen wohl noch nicht so ganz gut optimiert ist, aber gucken wir erstmal, was uns hier die Holde Maid sozusagen hat. Ihr denkt also, ein Dämon aus dem jenseitigen Land hat von Nudin Besitz ergriffen? Er sah sehr verändert aus, als ich ihm in Porista begegnete. Und er ist auferstanden, obwohl ihr ihm den Kopf abgeschlagen habt. Das lässt sich nicht mit der Macht des Toten Landes erklären. Und er wollte verhindern, dass uns diese Bücher in die Hände fallen. Das wäre nur verständlich, wenn die Feuerklinge die Macht hätte, ihn zu besiegen. Wie viel FPS habe ich denn? 80, ne, wenn ich das richtig sehe. Das ist ja okay, da muss ich gleich mal gucken, wenn ich da hinten im Raum bin, wie viel FPS ich dann habe. Weil die haben wir ja hier oben stehen. Haben wir uns ja so eingestellt. Hier drin haben wir sie bei 80. Mit einer CPU-Last von 44%. Das ist okay. Und gleich mal gucken, ob wir rausgehen, wie das dann ausschaut, die Lage hier. Die Feuerklinge, sie... Warte, nu, kaputt. Oh, hallo, dankeschön für deinen Follow. Wir haben noch einen anonymen Talioliker in unserer Reihe. Dankeschön. Ja, Kaimord, herzlich willkommen und dankeschön für deinen Follow. So, dann kommen wir den 150 Followern ja näher. Ne, aber wie gesagt, bei 150, wenn wir die beisammen haben, wird das Spiel die Zwerge einmal hier live im Stream verlost. Aber ich glaube, bis dahin ist noch lange, lange hin. So, aber ich werde es auf jeden Fall auch noch mal die Tage einmal auf Facebook verlosen. Wir haben es ja dreimal zur Verlosung. So, die Feuerklinge, sie könnte unsere beste Chance sein. Wo befindet sich diese Feuerklinge? Komm, hau ab, Katze! Ich weiß nicht, ob diese Waffe jemals geschmiedet wurde. Sie benötigt seltene Materialien und meisterhafte Handwerkskunst. Der reinste, härteste Stahl.
Runenverzierte Widerhaken aus Stein, ein Griff aus Segodatienholz, Intarsien aus allen edlen Metallen, die Schneide mit Diamanten besetzt, geschmiedet in der heißesten Esse. Wir sind Zwerge, wir haben die talentiertesten Handwerker. Und du hast das Segodatienholz. Es ist bei den Gegenständen in deinem Rucksack, zum Glück. Denn Segodatien gibt es keine mehr im geborgenen Land. Aber selbst wenn es euch gelänge, die Axt zu schmieden, es könnte alles nur ein Märchen sein. Zu wenig, um unser Leben darauf zu verwetten. Okay. Wisst ihr etwas über das jenseitige Land und diese Untergründigen? Den Dialog hatten wir schon, oder? Die Feuerklinge können unsere einzige Chance gegen Not-Own sein. Also schmieden wir sie. Ja, fragen wir erstmal hier Nummer 1. Kennt ihr diese Untergründigen? Von den Untergründigen habe ich noch nicht gehört. Aber im jenseitigen Land war ich bereits. Es muss schrecklich sein. Seit tausenden Zyklen marschieren von dort die Horden Tions gegen unsere Festungen. Es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Sicherer als ein Land, in dem ein von einem Dämon besessener Magus herumläuft, ist es allemal. Okay, und dann fragen wir mal die letzte Frage hier. Die fehlenden Materialien können wir hier in der Festung bekommen. Genau wie einen Edelsteinschleifer. Schließlich sind Gandogar und seine Vierten hier. Einen Steinmetz der Zweiten und ich kann schmieden. Die Maga betrachtet dich nachdenklich und kurz scheint es, als würde dein Enthusiasmus eine Wirkung auf sie haben. Doch dann sagt sie... Ich wünsche dir viel Glück, Tungdil. Ihr wollt noch immer das geborgene Land verlassen? Aber was wird aus eurem Reich? Und all den anderen Reichen? Ich bewundere deinen Optimismus, mein Freund. Doch es ist nicht klug, sich einem rollenden Fels in den Weg zu stellen. Es widerstrebt mir, mein Reich aufzugeben. Aber ich glaube, ich könnte nicht mehr erreichen, als das Leiden unnötig zu verlängern. Aber du willst die letzte Maga des geborgenen Landes nicht ziehen lassen. Leider fällt dir nichts ein, was sie zum Bleiben bewegen könnte. Meinen Dank, ehrenwerte Maga, für alles, was ihr getan habt. Ja, dann schauen wir uns mal hier in der Kammer noch ein bisschen um, bevor wir rausgehen. Gut, da hatten wir ja kurzfristig eine neue Begleiterin. Die gute Begleiterin ist auch schon wieder weg. Wie es oben gerade stand, aus der Gruppe entfernt. Tja, das heißt, ich laufe dann jetzt wie gehabt mit meinen anderen zwei Zwergenkumpanen rum. So, schauen wir mal, was sich hier am Questlog geändert hat. Das kennen wir ja schon. Jetzt haben wir eine Hauptaufgabe, die Feuerklinge. So, warte mal, die Feuerklinge. Andokai hat Gorins Bücher entziffert. Sie handeln von Untergründigen aus dem jenseitigen Land und Dämonen, die von anderen Wesen Besitz ergreifen und ihnen große Macht verleihen können. Die Untergründigen haben eine Waffe erschaffen, die solche Dämonen töten kann. Eine Axt namens Feuerklinge. Die Feuerklinge muss neu geschmiedet werden. Ihr benötigt seltene Materialien und die besten Handwerker, um das heißbeste Feuer des geborgenen Landes. So. Das heißt, ihr müsst zum untergegangenen Reich der Fünften reisen. Dort kann die Axt geschmiedet werden. Nur wie willst du für solch ein Unterfangen die nötige Unterstützung erhalten? Ja, da müssen wir mal gucken, wo wir die Unterstützung herkriegen. Ne? Gut. Wie gesagt, wir schauen uns hier nochmal kurz ein bisschen um, was wir hier so liegen haben. Verschiedenste Käsesorten, eingelegte Höhlenpilze, geröstetes Stollenmoos und einige Dauerwürste. Stollenmoos, hört sich lecker an. Der intensive Geruch des Käses lässt dir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ja, hier gibt es keinen Christstollen, hier gibt es Stollenmoos. Ganz einfache Sache. So, hier haben wir die Bücher. Goren hatte eine Antwort auf die Bedrohung gefunden. Die Feuerklinge. Egal wie schwer es ist, sie zu schmieden, wir müssen es tun. Wir wissen von nichts anderem, was einen Dämon verletzen könnte. Mhm. Was haben wir da? Betrachte das Zwar Bett. Bist du durchaus erschöpft von eurer abenteuerlichen Reise hierher. Aber es wäre unhöflich, dich einfach schlafen zu legen, wenn der Großkönig noch auf dich wartet. Das ist wohl wahr. Gut. Kamera können wir hier nicht schwenken. Was haben wir hier? Verlasse deine Kammer. Gut.
dann jetzt sage ich mal eben kurz vorweg, wenn ich jetzt wieder rausgehe, kann das sein, dass meine CPU wieder auf 100 klettert und dass das dann gleich im Stream nicht flüssig läuft. Ja, weil ich glaube, dass da drinnen ist ein bisschen buggy. Ja, ist wohl nicht ganz so optimiert, aber das werden wir ja gleich feststellen. Nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst, wenn es gleich irgendwie zu Aussetzern hier kommt. Sonst habe ich hier nichts zum Angucken, ne? Nö. Gut, dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir rausgehen. Ja, die CPU ist absolut auf Anschlag, auf 100%. Aber wir haben hier drinnen eine gute FPS. Aber nun ja. Gut. Dann laufen wir mal schnell zum König, damit ihr das dann ruckelfrei sehen könnt. Warum hier drinnen eine CPU-Auslastung von 100% ist, das ist mir auch ein Schleier. Schnacken wir nochmal kurz mit den Zwergen. Dundil. Was gibt's? Andoran hat die Bücher entziffert. Andokai konnte entziffern, was über Andokai steht, die Goren Togur dem Schönen zukommen lassen wollte. Sie erzählen von einer dämonischen Bedrohung aus dem jenseitigen Land und wie man sie aufhalten kann. Nudin ist mit normalen Waffen nicht zu töten. Aber Untergründige haben eine Waffe erfunden, mit der das gelingen könnte. Die Feuerklinge. Untergründige? Was soll das denn sein? Du zuckst mit den Schultern. Vielleicht gibt es auch im jenseitigen Land Zwerge. Sie haben auf jeden Fall beschrieben, wie man diese magische Waffe herstellen kann. Wenn es mit Magie zu tun hat, kann die Waffe nicht von Zwergen stammen. Wir sollten die Finger davon lassen. Nudin fürchtet die Bücher. Ich glaube, die Feuerklinge ist unsere beste Chance, ihn aufzuhalten. Ich denke, ich werde mich mal weiter umsehen. Verlauf dich nicht. Und heute Abend trinken wir erstmal ein schönes Schwarzbier im glühenden Amboss. Könnt mir ja gerne schon mal ein Feedback geben, wie das bei euch ausschaut, ob ihr was sehen könnt oder ob das irgendwie am Stocken ist bei euch. Ich glaube, ich muss erst einmal meine Gedanken ordnen, bevor ich mit Ihnen spreche. Okay, wieder eine Runde Gedanken ordnen. Gut, dann gehen wir mal in den Thronsaal, dann sollte meine CPU auch wieder bei 40% sein und nicht bei 100%. Das ist ja sehr merkwürdig hier drin. Ja, und bums geht die CPU-Auslastung auch schon wieder runter. Das ist faszinierend. Die Kraft, die der greise Großkönig ausstrahlte, als er die Versammlung zur Ordnung rief, ist aus ihm gewichen. Sein Körper sitzt zusammengesunken auf dem Thron, doch seine Augen mustern dich wachsam und interessiert. Der verlorene Sohn kehrt zu seinem Volk zurück. Vrakas sei Dank. Berichte uns, was ihr unterwegs erlebt habt. Du beschreibst euer Abenteuer bis ins kleinste Detail. Weder der König noch sein Berater unterbrechen dich. Von Zeit zu Zeit nicken sie, als wären ihnen bestimmte Tatsachen bekannt. Mit jeder Minute werden ihre Sorgenfalten tiefer. Als du mit deiner Geschichte fertig bist, hast auch du ein paar Fragen. Gut, ihr solltet das, glaube ich, jetzt wieder sehen können, ne? Wenn das gerade irgendwie bei euch ein bisschen geruckelt oder gestockt hat. Aber wie gesagt, jetzt haben wir wieder eine CPU-Last von so circa 40-50%, was okay ist. Warum ich da draußen 100% habe, das verstehe ich nicht. Aber ist ja auch egal, so läuft's ja. So, ich habe das Gefühl, eine Figur in diesem Spiel zu sein. Ich bin ein Vierter und ein Anwärter auf den Thron. Ja, ich würde sagen, wir fragen mal das Zweite, ne? Ob wir ein Vierter sind und ein Anwärter. Ich will nicht undankbar erscheinen. Ich bin froh, endlich bei meinem Volk zu sein, aber den Thron werde ich nicht besteigen. Ich kenne mich mit unseren Bräuchen und Gesetzen kaum aus. Alles, was ich weiß, weiß ich aus den Büchern, die Lord Ionan mir gab. Es muss geeignetere Anwärter geben als mich. Dein Verzicht ehrt dich. Doch um ehrlich zu sein, hattest du niemals einen Anspruch. Um Gandogar aufzuhalten, mussten wir auf Zeit spielen. Lord Ionan half uns bei unserer kleinen Geschichte. Wir wissen nicht mal, ob du ein Vierter bist. Der Berater des Königs deutet deinen ungläubigen Blick falsch und schiebt schnell hinterher. Wir betrügen nur aus einem einzigen Grund, wie die Kobe.